Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Part 27 von unserem Let's Play mit Lumi und Mika natürlich. Ja, wir sind direkt am Tag nach dem Tag vom letzten Part. Also im letzten Part haben wir ja Hannah und Nela kennengelernt und waren mit den beiden auf dem Weihnachtsmarkt. Oh, und jetzt ruft gerade die Amaya an, das ist die Tochter von Eloise, die ist ja auch älter geworden. Im letzten Part sah sie noch ganz anders aus. Ich habe sie umgestylt, das habe ich ja auch im vorletzten Part sah sie noch ganz anders aus. Jetzt habe ich sie umgestylt und sie fragt, ob Mika einen Lernpartner braucht. Sie würde gerne mit ihm lernen in der Bibliothek Villa von Gallenstein. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Es ist schon abends um 19 Uhr. Von daher würde ich sagen, nee. Kennen die sich überhaupt? Nee, die kennen sich noch nicht mal. Komisch. Ja, Mika hat auf jeden Fall eben draußen Efi Delgato kennengelernt. Das ist die Tochter von Anna, wir erinnern uns. Lumi liegt im Bad. Die ist immer noch hundemüde. Sie war bei der Arbeit und nimmt jetzt gerade mal ein Bad. Wird danach direkt ins Bett gehen. Mika macht seine Hausaufgaben. Hier brennen natürlich alle vier Kerzen. Denn auch bei den beiden ist natürlich schon der vierte Advent gewesen. Und genauso wie heute, wenn ihr dieses Video seht, ist auch hier morgen Weihnachten. Das heißt, wir werden in diesem Part Weihnachten feiern. In Wirklichkeit werden wir morgen Weihnachten feiern. Wahnsinn. Also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich finde, irgendwie wie jedes Jahr ist, nein Lumi, du fällst jetzt nicht in Ohnmacht, du gehst jetzt schlafen. Aber ich finde, wie jedes Jahr ist es irgendwie wieder so total schnell vergangen. Ich freue mich jedes Jahr so sehr auf die, oh, da ist sie in Ohnmacht gefallen. Ich freue mich jedes Jahr so sehr auf die ganze Adventszeit. Und dann ist sie irgendwie immer so super schnell vorbei. Hallo, wer bist du? Ach, Henry! Hey Henry, ich bin super müde, ich kann jetzt nicht. Der will mit uns abhängen? Ja, dann kann doch Mika mal ein bisschen mit ihm Ball kicken. Vielleicht hat Lumi Henry angerufen und gesagt, Henry, kannst du ein bisschen auf Mika schauen heute Abend? Ach, hier drin macht ihr das. Ach Leute, macht das doch draußen. Bitte macht das draußen. Das kann ich nicht mit ansehen. So, jetzt kickt hier draußen mit dem Ball, das ist besser. Ach Gott, ich habe das Gefühl, der Anfang von dem Part ist hier gerade ein bisschen chaotisch. Es tut mir leid. Es soll heute auf jeden Fall sehr, sehr schön und besinnlich werden. Es ist immer noch alles schneebedeckt. Ich weiß nicht, ob es irgendwie was Perfekteres geben könnte dafür. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Guck mal, wie gut Mika das macht. Oh nein, oh mein Gott. Yuki ist älter geworden. Oh, Yuki ist jetzt ein älterer Hund. Und wir haben es einfach verschlafen. Du wirst feststellen, dass er jetzt häufiger schläft, weniger auf Möbel springt. Okay, gut, das hat er zum Glück nie gemacht. Und häufiger krank ist. Yuki, bleiben noch ein paar gute Tage. Verbringe Zeit mit ihm, bevor es Zeit ist, Abschied zu nehmen. Oh mein Gott. Yuki, wie siehst denn du jetzt aus? Oh, Yuki Maus. Du darfst doch nicht älter werden. Du darfst uns doch niemals verlassen. So, ihr beiden habt fertig mit dem Ball gekickt. Mika, es ist spät, 21 Uhr. Henry sagt dir jetzt, dass du ins Bett gehen sollst. Hausaufgaben sind ja erledigt. Jetzt wird sich ihr Bett fertig gemacht. Mika schaufelt sich noch schnell einen Käse rein. Und dann, wir müssen mal unsere Lichter anschalten hier draußen, merke ich gerade. Ja, besser. Ja, dann geht Mika ins Bett und dann sehen wir uns am nächsten Morgen. Dann haben wir alle frei, dann müssen wir den Weihnachtsbaum aufstellen, den Weihnachtsbaum schmücken, Essen vorbereiten, Weihnachtsmusik hören, alle einladen, alles fertig machen. Am Abend zuvor ist Mika natürlich auch schon ganz aufgeregt, ne? Ich meine, ihr wisst bestimmt noch, wie das ist als Kind. Man kann es kaum erwarten. Ich freue mich. Gut, wir sehen uns am nächsten Morgen. Und da kommt die Benachrichtigung. Es ist Weihnachten bzw. Winterfest. So, Mika, es ist noch so früh am Morgen. Du wolltest wahrscheinlich jetzt direkt gleich wieder rausgehen, um den Schnee zu begutachten. Du kannst mal einen Schneeengel machen.
und dann deine Mami rauszerren und sagen, komm, wir müssen zusammen Schneemann bauen, lass uns runtergehen an den Strand. Lumi ist noch ein bisschen gemütlich, die denkt sich noch so, oh, so kalt draußen, ich sitze hier noch in meinem Pyjama, ich gucke ein bisschen das Kinderfernsehen alleine. Nein, aber sie kann ihrem Mika natürlich auch keinen Wunsch abschlagen. Der wartet hier durch den Schnee, der ist richtig tief. Und dann wird sie natürlich zu ihm auch gehen. Guckt mal, wie schön das ist. Das ist einfach perfekt. Weihnachten im Schnee. Hier am Meer. Einfach nur schön. Und Mika spielt jetzt im Schnee. Und freut sich einfach. Freut sich einfach nur, dass es so ein tolles Wetter ist. Und Lumi wird jetzt hier auch mal hin joggen. So, und die beiden machen jetzt eine Schneeballschlacht. Na, geht's los? Da hat sie ihn getroffen. Mika. Los! Ah. Die beiden haben auf jeden Fall Spaß. Wie toll das einfach schneit. Wahnsinn. Oh Mann, ey, was für ein perfekter Weihnachtsmorgen. Erstmal eine Schneeballschlacht machen. Mit Mami am Strand. Oh, scheint kalt zu sein. Jetzt rennen sie erstmal rein. Ich glaube, hier kommt jetzt ein Schneesturm. Oh! Habt ihr es gesehen? Oh, Lumi. So, und Mika geht spielen. So, und ihr habt wahrscheinlich schon gesehen, dass ich ihm hier diese Pfadfindertafel gegeben habe. Und ich habe auch vor, wie geht das denn am Handy, glaube ich, an außerschulischer Aktivität teilnehmen. Genau. Ich finde es nämlich total cool, schreibt mir mal, ob ihr das auch eine gute Idee findet, wenn Mika sich den Pfadfindern anschließt. Irgendwie finde ich, passt das total gut zu ihm. Und das ist dann immer samstags und sonntags, auch nur für 2 Stunden. Und man kann da dann verschiedene Aufgaben machen. Ich habe das in einem privaten Spielstand schon ein paar Mal gemacht. Und kann dann so Abzeichen verdienen. Das finde ich eigentlich echt ganz cool. Kannst du das hier alles mal auffüllen, Mika? Und du kannst mal auch mit dem alten Yuki eine Runde spielen, ein bisschen lieb haben. Es ist Weihnachten, gib ihm mal einen ganz besonderen Schmatzer und ein Leckerchen und kratz ihn an seiner Lieblingsstelle. Und Niki liegt hier hinten auf dem Sofa. Der wird dann auch noch ein bisschen verwöhnt. Und danach müssen wir uns mal um den Baum kümmern, damit wir das hier alles noch rechtzeitig schaffen. Also, Nick, kannst du bitte aufhören, uns zu stalken? Ich meine, du bist ja selber schuld, dass alles ist, wie es ist. Hör doch mal auf und hier die ganze Zeit zu schreiben. Also, es muss ja jetzt auch nicht sein. So, und jetzt wird ein Weihnachtsbaum gekauft. So, jetzt räumen wir hier diese Häuser mal beiseite. Yuki ist übrigens nicht tot, der schläft nur. So, wir haben die Auswahl zwischen diesem Baum, diesem hier oder den wir auch schmücken können. Ich finde das eigentlich immer cool, weil dann stellen wir die jetzt einfach mal hier hin und packen diese Sachen ein bisschen beiseite. Wunderschön, dann haben wir nämlich hier den Baum. Und dann muss der natürlich auch geschmückt werden. So, los geht's. Oh, wir brauchen noch Musik. Oh, wie schön das ist. Oh, Mika hat irgendwie keine Lust. Fertig. Ja, und den beiden geht's irgendwie heute nicht so gut. Die haben irgendwie ein bisschen eine Magenverstimmung. Irgendwie, keine Ahnung, war das wohl mit denen. Nee, du sollst keine Käsecracker essen. Du kannst die hier Pfannkuchen nehmen. So, Lumi, du kannst jetzt dann mal den Baum beleuchten. Wunderschön. Und bitte auch noch mal dekorieren mit einer Girlande. Und zwar Glocken in Blau und Weiß. Oh mein Gott, es schneit so doll draußen. Wow. Man sieht ja fast nichts.
Ich glaube, sie ist noch nicht ganz so zufrieden. Sehr hübsch, Lumi. Sehr, sehr hübsch. Sehr schön geworden. Da hängt noch ein bisschen Girlande runter irgendwie. So, beleuchtet ist er schon. Dann kannst du jetzt mal das... Also, ich glaube, eine Deko-Decke geht immer nicht, weil hier der Teppich liegt. Das klappt dann meistens nicht. Aber man konnte doch die Geschenke drunter legen. Das war's schon? Mehr Geschenke gibt's nicht? Sieht irgendwie wenig aus. Schön. Nicht so? Och, Yuki. Yuki guckt so raus und denkt sich, uff, eigentlich... Hallo, Nora. Das ist ja eine tolle Überraschung. Schön, dass du uns besuchen kommst. Und Eloise möchte auch schon vorbeikommen. Aber Leute, es ist erst 15 Uhr. Ich mache nachher noch, ich lade euch alle noch ein. Und sie denkt sich, oh, ihr habt das ja schön geschmückt hier bei euch. Und Eloise fragt, bist du aufgeregt wegen heute? Willst du mit mir ein bisschen feiern? Ja, Eloise, wir laden dich nachher ein. Eloise? Alle kommen einfach schon. Alle denken sich so, hoffentlich geht's Lumi und Mika gut. An ihrem Weihnachten, wo sie alleine sind. Ach, das ist so schön. Unsere Freunde sorgen sich so um uns. Machen mal die Musik ein bisschen leiser, die ist irgendwie ganz schön laut. Oh Gott, und ich habe fast vergessen, Lumi muss ja noch... Wundert euch nicht, sie hat jetzt mal so eine Medizin genommen. Ich dachte, vielleicht hilft es ja gegen ihre Magenverstimmung. So, und wir machen jetzt ein Tofu-Truthahn. So, und Mika kann danach mal hier... kann er nicht irgendwie... die Geschenke ausspionieren, genau. Aber erstmal hat er nochmal sein Yuki lieb. Und Lumi, du kannst dir mal was anderes anziehen. So, und zwar wird hier jetzt schon mal was Schickes angezogen. Denn heute ist Weihnachten. Lumi, du kannst mal ein Kleid anziehen. Wunderhübsch. Mika guckt sich schon mal die Geschenke an. Und dann lädt Mika jetzt einfach mal alle ein. Und zwar die hier nicht. Wir laden Nela ein, Hanna. Henry darf kommen, Amaya darf kommen. Oh, und Caden kennt er anscheinend nicht. Dann dürfen die auf jeden Fall alle schon mal kommen. Und Lumi kann dann noch die übrigen einladen. So, alle werden eingeladen. Und dann würde ich gerade mal ja noch so einen kleinen Tisch anbauen. Also die haben jetzt natürlich keinen neuen Tisch gekauft. Aber man kann ja irgendwie noch so einen Klapptisch oder sowas dazu stellen. Irgendwas, was man dann noch so hingestellt hätte, weil jetzt noch Leute kommen. So, wir tun jetzt einfach mal so, als wenn das hier dann nochmal so ein Klapptisch wäre, den man dann noch dazu stellen würde. Und dann schauen wir mal, haben wir ja hier verschiedene Stühle, die man da noch da dran stellen kann. So wie das halt auch ist, wenn man irgendwie Gäste hat, dann ja, guckt man halt, dass man ja einfach noch so ein paar Hocker irgendwie zusammensucht, wo dann die Leute drauf sitzen können. Dann haben wir nämlich für relativ viele Leute Platz. Hier kommen auf jeden Fall gerade alle an. So, da ist Amaya. Dann könnt ihr euch mal ein bisschen austauschen. Und ein bisschen rumquatschen. Wir ziehen mal alle schick an. Uiuiui, viele Leute, viele, viele Leute. So, ist unsere Musik denn hier noch an? Ich glaube, jetzt können wir das mal wieder ein bisschen lauter machen. Und den Fernseher mal aus. Und, ach, alle riechen schon das gute Essen. So, jetzt sind auf jeden Fall alle da. Nora musste wieder los, aber die will wahrscheinlich dann auch mit ihrem Bruder feiern oder mit ihren Eltern. Also nicht mit Nick, ihrem Bruder, sondern ihrem anderen Bruder. So, hier sehen wir unseren Mika. Hier ist Nela, die sich extra so eine süße Weihnachtsmütze aufgesetzt hat. Unsere liebste Eloise ist natürlich hier. Und hier ist ihre Tochter Amaya. So, Caden ist da, Kali ist da, Hanna ist da und Henry ist auch da. Der versteht sich hier auch mit allen schon sehr, sehr gut.
So, dann würden wir nämlich mal das Essen auf den Tisch stellen. Ich glaube, ich räume mal kurz ein bisschen was von der Tanne hier vom Tisch weg. So, haben wir da ein bisschen mehr Platz, nämlich nicht, dass sie da dann irgendwie nicht dran kommen. So, Lumi ist noch auf der Toilette. Und danach kann sie. Nein, jetzt wird erstmal zusammen. Nein, erst zusammen gegessen. Dann wird sie mal zum Festmahl rufen. Und dann werden wir natürlich nochmal zusammen am Baum irgendwie singen. Mika, gehst du bitte jetzt nicht raus? Und Nick fragt schon wieder. Also ich tippe mal, dass er im Vorfeld auch Mika schon ein paar Mal angerufen oder ihm geschrieben hat, ob er nicht irgendwie mit ihm Weihnachten feiern möchte. Und jetzt an Weihnachten fragt er einfach, ob er zu ihm nach Hause, also Tiny Beach House ist das Haus, wo Nick wohnt. Also Nicks Haus auf Sulani, das ihr auch kennt. Und also wie soll das gehen? Nein, auf gar keinen Fall. Bitte hör auf. Singeling. Essen, ihr Lieben. Und guck mal, wer da ist. Also irgendwie klappt es hier mit dem Essen gerade noch nicht so gut. Deswegen habe ich das jetzt nochmal in die Küche gestellt. Aber schaut mal. Hallöchen. So, wir essen noch. Lieber Weihnachtsmann, du darfst dir auch was nehmen. Wir rufen jetzt nochmal zum Essen. Na, Mika, schmeckt's? So viele Leute hier bei uns. Oh mein Gott. Aber jetzt nehmen sich irgendwie alle was. Wunderschön. Dann setzt euch mal. Louise möchte los. Naja, sie ist ja auch schon länger hier, ne? Oh, der Weihnachtsmann packt noch Geschenke unter den Baum. Jetzt werden das mehr. Oh, ist so schön. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob es perfekter sein könnte. Alle essen. Alle sind happy. Wisst ihr noch, wie Lumi letztes Jahr Weihnachten gefeiert hat? Da war sie alleine. Da hatte sie noch keinen Nick, den sie jetzt auch nicht mehr hat. Aber sie hatte keinen Mika. Sie hatte nicht so viele Freunde, so viele Leute, denen sie auch wichtig war und denen sie und Mika wichtig sind. Und richtig schön. Und ich glaube, deswegen wollte sie auch dieses große Fest heute ausrichten, um ja auch allen etwas zurückzugeben, weil alle für sie da waren in der letzten Zeit und vor allem, als es nicht mehr so leicht war, dann auch mit Nick. Alle haben sich immer so um sie gesorgt und ja, schön. Und dass sie jetzt auch noch hier so am Tischende sitzt, ist ja wohl perfekt. Ich glaube, Mika ist auch echt happy. So, ihr Süßen, jetzt ist Singen angesagt, denn danach gibt's Geschenke. Und zwar, ich mag immer dieses hier, weil das ist Jingle Bells. Dann leg mal los. Danach ist Geschenkezeit. Mika singt hier hin. Ja, sir. Oh, jetzt gehen ein paar schon nach Hause. So, Mika, du gehst jetzt mal zum Weihnachtsmann, stellst dich freundlich vor. Oh mein Gott, das ist Mikas erstes Weihnachten, ne? Natürlich. Wie schön. Also, naja, in Wirklichkeit ist er ein Schulkind und hat schon viele Weihnachten mitgemacht, aber er wird sich jetzt natürlich dem Weihnachtsmann vorstellen. Dem Väterchen Frost, wie er ja hier heißt. So, du wirst dich auch mal fröhlich vorstellen. So, Mika, dann werden jetzt hier mal Geschenke ausgepackt. Also, ich weiß nicht, er hat hier oben die Tradition abgeschlossen, aber irgendwie hat der Weihnachtsmann ihm jetzt selber keins gegeben. Das ist aber okay. Wir werden jetzt hier noch mal ein paar Geschenke auspacken. Mal schauen, was es Schönes gibt. Oh. Na? Na, ich weiß nicht so recht. So, packt ihr auch noch zusammen was aus? Oh ja, nimmt auch noch was vom Baum. Vielleicht was, was Mika ihr geschenkt hat. Das schien besser anzukommen. So, ich glaube, jetzt ist hier alles ausgepackt. Sie hat einen Gartenfreund bekommen. So, bei Lumi ist alles abgeschlossen, bei Mika auch fast. Festliche Stimmung kann man doch hier mit dem. Dann gib doch dem Weihnachtsmann auch noch mal was, vielleicht so einen Saphir.
Und dann singen nochmal zusammen mit der Mami. Oh, schon 12:30, aber wie wirklich an Weihnachten. Man vergisst irgendwie so die Zeit. Und plötzlich ist es schon total spät. Jetzt singt doch nochmal schön. Schön. So, ich glaube, der Weihnachtsmann ist auch gerade gegangen. Durch das Kaminrohr. Durch das er natürlich durchpasst. Dieses schlanke Rohr. Ich glaube, das war ein sehr, sehr schönes Weihnachten für Mika. Für Lumi. Lassen das hier jetzt noch mal ein bisschen ausklingen. Mika, am Ende habt ihr es gehört? Jetzt ist er auch müde. Jetzt gibt er seiner Mami noch eine dicke Umarmung. Und wird ihr Danke sagen für dieses tolle Weihnachten. Das Winterfest war erfolgreich. Beide sind super müde. Und sagen Mami Danke. Danke, dass du das so schön gemacht hast. Es war ganz toll mit dem Weihnachtsmann und den Geschenken und den Musik und dem Singen und dem Essen. Ganz schön war das. Es war das schönste Weihnachten, was ich je hatte. Und jetzt wird der Mika ins Bettchen gehen. Wir schalten hier schon mal das Licht aus. Lumi wird die Musik ausschalten, wird alles aufräumen und wird dann auch selber ins Bett gehen. Mit diesem Baum, an dem alles ausgepackt ist. Alle Geschenke sind geöffnet. Yuki guckt mal, ob für ihn noch was übrig geblieben ist. Ja, mit unserer schönen Weihnachtsdeko. Und Lumi, die auch gleich ganz glücklich ins Bett gehen wird, würde ich diesen Part beenden. Ich wünsche euch natürlich ein ebenso schönes Weihnachtsfest, wie das Lumi gehabt hat. Auch wenn ja, wir natürlich dieses Jahr alle nicht mit so vielen Leuten feiern können, wie das Lumi gemacht hat. Trotzdem, obwohl es vielleicht bei uns allen dieses Jahr ein bisschen anders ist, wünsche ich euch ganz, ganz schöne Weihnachten. Und bleibt alle gesund, macht es euch gemütlich und feiert schön. Und ich danke euch natürlich wie immer, dass ihr hier mit dabei wart. Und freue mich, wenn ihr dann auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Wünsche euch, wie gesagt, jetzt erstmal wunderschöne Weihnachten. Und wir hören uns dann im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.